Der Garrett ACE 250. Der Garrett ACE 250 Metalldetektor zeichnet sich durch seine Münztiefenanzeige aus, die Nutzer über die spezifische Ortungstiefe aufklärt, in der sich Münzen oder vergleichbare Objekte befinden könnten. Das Gerät wird durch Batterien betrieben, die praktischerweise zusammen mit einer deutschen Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten sind. Ein hervorstechendes Merkmal dieses Modells ist seine beträchtliche Suchtiefe von bis zu 140 cm, was im Vergleich zu anderen Metallsonden auf dem Markt als beachtlich gilt. Die Suchtiefe eines Metalldetektors ist ein Maß dafür, wie tief unter der Erdoberfläche das Gerät noch Objekte aufspüren kann, wobei größere Gegenstände typischerweise in tieferen Schichten entdeckt werden können als kleinere, wie zum Beispiel Münzen. Für gewöhnlich wird eine Ortungstiefe von 25 bis 30 cm für eine einzelne Münze als adäquat betrachtet. Das geringe Gewicht des Garrett ACE 250 von nur 1,2 kg erleichtert den längeren Einsatz des Geräts, während die Möglichkeit, die Empfindlichkeit in 8 Stufen zu regulieren, für eine flexible Handhabung sorgt. Zusätzliche Komfortmerkmale wie eine Batteriestandsanzeige und eine gepolsterte Armmanschette verbessern das Benutzererlebnis. Die Pinpoint-Funktion ist eine weitere technische Finesse, die präzises Aufspüren von Metall ermöglicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ACE 250 Metalldetektor mit seiner überdurchschnittlichen Suchtiefe, der präzisen Tiefenanzeige und benutzerfreundlichen Features wie Batteriestandsanzeige und stufenlose Empfindlichkeitseinstellung ideal für die Suche nach unterschiedlich großen Metallgegenständen ist. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.